Der Roman Die Geschwister Oppermann. Die Geschichte einer jüdischen Familie, deren großbürgerliche Existenz von Hitlers Machtübernahme zerrieben wird. Entschuldigung, aber ich bin mal wieder nicht aus der Klinik rausgekommen. Eine Entscheidung ist zu treffen, Edgar. Die Umstände, die uns zu dieser Entscheidung zwingen, sind seit langem bekannt. Es ist, meine ich, trotzdem nicht überflüssig, sie noch einmal in Erinnerung zu bringen. Uns bedroht nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung, die unverändert schlecht ist. Uns bedroht auch die politische, und die ist womöglich noch schlechter. Sie lässt sich in Zahlen ausdrücken. 12, 107, 230. Nach der Maiwahl 28 gab es 12 Nazis im Reichstag, nach der Septemberwahl 30, 107 und nach der Wahl vom letzten Juli 230. Sie haben sich in gut 4 Jahren fast verzwanzigfacht. Martin Oppermann leitet das große Möbelhaus, Grundlage des Familienvermögens. Bruder Gustav ist Gelehrter, er arbeitet an einem Buch über Lessing. Und Edgar ist renommierter Arzt. Er wird von SA-Leuten aus seiner Klinik gejagt. Der schöngeistige Bruder endet im Lager und Martin muss die Firma unter Demütigungen einem arischen Konkurrenten überlassen. Im November 1936 folgt Feuchtwange einer Einladung des sowjetischen Schriftstellerverbandes nach Moskau. Überzeugt, die Sowjetunion sei der einzige entschiedene Gegner des Faschismus und wohlmeinend gegenüber dem sozialistischen Experiment, lässt er sich von den Potjomkinschen Fassaden blenden. Höhepunkt des Besuchs ist eine Audienz bei Stalin. In einer Propagandarede preist er ihn als idealen Führer seines Volkes. You ask me about my impression after a meeting with Stalin. Mein erster Eindruck von Stalin war die außergewöhnliche Einfachheit. Er hat Humor und reagiert auf Humor. Man kann verstehen, warum die Menschen ihn nicht nur respektieren, sondern auch lieben. Er ist wirklich ein Mann des Volkes. Aus dem Volk. Ein echter Repräsentant der 170 Millionen Sowjets. Kein Dichter könnte einen besseren Mann erfinden. Ähnlich naiv wirkte auch die Prosa seines Moskau-Buches, das künftig als Feuchtwangers Sündenfall gelten sollte. In Paris des Jahres 1935 spielt der Roman Exil. In Hotels, Redaktionsräumen oder Cafés herrscht der elende Alltag der Emigration. Kampf gegen Bürokratie und Depression, politische Zerrissenheit, Illusionen, Mut und Scheitern der Flüchtlinge. Hauptfigur ist ein Musiker. In der Not der Verhältnisse wird aus dem unpolitischen Künstler ein leidenschaftlicher antifaschistischer Journalist. Aber als seine Kritiker ausgeredet hatten, Gegenspieler ist der kultivierte Paris-Korrespondent einer Zeitung aus dem Reich. Vor dem weltläufiger Republikaner wandelt er sich zum feinsinnigen Interpreten der Rassengesetze. Feuchtwanger schreibt auch diesen Roman mit der Überzeugung, die Vernunft der Vernünftigen werde letztlich über die Dummheit der Menge siegen. Literarisch misslungen, jedoch ein Meisterstück politischer, zeitgeschichtlicher Kolportage, urteilte ein Kritiker. Ich glaube, ein weiteres Problem bei Feuchtwanger liegt wirklich darin, dass sein Geschichtsverständnis ein relativ, wenn ich so sagen darf, schlichtes war. Also das war so ein klein wenig, wenn Sie es gestatten, auch ein bisschen Marxismus für den Hausgebrauch. Also eher so eine Art von Katechismus-Vorstellung von dem, was wahr ist und was unwahr ist und wie die Wahrheit dargestellt werden kann.
Gut, er war, muss man natürlich dazu sagen, er war einfach auch ein Kind seiner Zeit. Also die meisten Leute haben damals in diesen historischen Dimensionen, gerade wenn sie so von einer eher dogmatischen Linken her kamen, relativ schlicht gedacht. Es gab die bewegenden Kräfte innerhalb der Geschichte und es gab klare Aussagen, klare, eindeutige Statements und auch klare Verläufe. Das war der Punkt im historischen Materialismus gewesen. Bei Feuchtwanger macht das eben dann noch die Schwierigkeit, dass er das eben noch zu seiner Sache selbst macht. Also er sieht sich sozusagen ja auch als Motor dieser Geschichte, die er selber beschreibt. Und das tut ihm als Schriftsteller nicht immer gut. La Madeleine. Der Führer trifft zu früher Morgenstunde überraschend in Paris ein und besichtigt bei seiner Fahrt durch die Stadt auch dieses Bauwerk. Als Hitler das besetzte Paris inspiziert, befindet sich Leon Feuchtwanger in einem französischen Arbeitslager. Unmittelbar nach dem deutschen Angriff auf Polen hatten die französischen Behörden die in Frankreich lebenden Deutschen und Österreicher interniert. In der alten Ziegelei von Lemy bei Aix-en-Provence wurden alle an der französischen Riviera lebenden deutschstämmigen Männer eingesperrt. Einerlei, ob mit oder ohne Pass, ob Immigrant oder Nazi. Unter den 3000 Gefangenen bilden die Intellektuellen eine kleine Minderheit. Max Ernst zählt dazu, Franz Hessel oder Walter Hasenclever, der sich beim Herannahen der Front das Leben nimmt. Als sich die Disziplin der Bewacher aufzulösen beginnt, gelingt es Martha, mit Hilfe des amerikanischen Konsuls in Marseille, ihrem Mann zur Flucht zu verhelfen. Ich gab ihm einen Zettel mit dem er nicht größer als für die Handfläche, und da stand nur drauf: Frag nichts, sag nichts, geh mit. Und kein Name, damit ich den Konsul nicht gefährde. Und dann sagte ich ihm, dass ich bemerkt habe, dass am Nachmittag sie meistens zum Fluss heruntergingen, um sich zu waschen. Und da waren weniger Wachen, denn niemand nahm an, dass man in der Unterwäsche fliehen würde. Und da hat er auch meinen Mann dann gesehen und er hat ihm den Zettel gegeben. Mein Mann hat meine Schrift natürlich erkannt und das Auto war hinter einem Busch versteckt. Und die gingen beide schnell zu dem Auto und der Konsul hat meinem Mann einen Mantel gegeben und einen Schal und hat ihn in den Wagen gesteckt. Und jedes Mal, wenn sie angehalten wurden von den Wachen, hatte er natürlich seine Diplomatenpapiere und er wurde gefragt, und wer sitzt da hinten? Hat er gesagt, das ist meine Schwiegermutter. Am 5. Oktober 1940 erreicht der Flüchtling New York. Erschöpft stellt er sich den Fragen der Reporter, ehe ihn sein amerikanischer Verleger erlöst. Gefasst lässt er die Einreiseformalitäten über sich ergehen. Schließlich ist die Quotenregelung rigoros und er verfügt nur über ein Notvisum. Im Hotel St. Moritz hält es ihn nur kurze Zeit. Das winterliche New York raubt ihm die letzte Kraft. Los Angeles, das kalifornische Klima, die zahllosen deutschen Immigranten dort, das war erträglicher. Bald residierte Feuchtwanger in der komfortabelsten Dichterklause am Pazifik. Inmitten zigtausender Bücher diktierte der Herr über Gestalten und Schicksale wieder Seite um Seite. 7 Romane sollten in der Villa Aurora entstehen. Ein Bericht über die letzten Monate in Frankreich, Kurzgeschichten und 2 Theaterstücke. Feuchtwangers Adressbuch, das fast die gesamte Emigrantenkolonie verzeichnet, führt die engsten